In einem Wald südlich von London. 23.58 Uhr, 2. März 1832. Die Öllampe in der rechten schritt Mary über den finsteren Waldpfad, der das Dorf Bromley mit dem Anwesen der Watsons verband. Sie wusste um die Geschichten, die sich um den Wald rankten. Die Geschichten vom reitenden Hexenjäger. Aber sie war die Tochter des Richters Watson. Und kein Hexenjäger der Welt würde es wagen, ihr etwas anzutun. Oder? Bestimmt nur ein Wolf weit entfernt. Und doch ging Mary jetzt schneller. Ein Reiter hinter ihr. Mary hatte nur einen kurzen Blick auf die finstere Gestalt auf dem Schimmel geworfen und wusste sofort, er war es. Die tanzende Lampe in der Hand rannte Mary über Wurzeln und Blattwerk und übersah eine Dornenranke, die sich über den Weg schlängelte. Die Lampe schlug auf den Boden und zerbrach. Im Schein der Flammen, die über die Scherben leckten, sah sie den Schimmel, der aus der Zucht ihres Vaters stammte. Auf dem Kopf trug der Reiter eine schwarze Kapuze, die das Gesicht verdeckte. Du wirst genauso sterben wie alle anderen. Ich bin keine Hexe. Ich bin die Tochter des... Lügnerin! Ihr alle lügt, sobald ihr den Mund aufmacht. Aber dafür wirst du bezahlen. Nein! Keine Bewegung! Lass das Schwert fallen! Runter damit! Sofort! Warum sollte ich? Runter damit! Ich bin der Hexenjäger! 6 Pistolen sind auf euch gerichtet! Also tut besser, was ich sage, oder? Bindet ihn! Halt still! Bleib still! Mach schon! Schneller! Was seid ihr doch? Heiliger! 6 gegen 1. Halt den Mund! Mary, geht es dir gut? Ja, Vater. Ich danke dir. Durch deine Tapferkeit haben wir den Mörder gefangen. Ich tue nur meine Pflicht als Hexenjäger. Wirst du wohl deinen Schandmaul halten? Edward Watson, der Richter von Bromley, schritt auf den Gefesselten zu, riss ihm die Maske vom Kopf und warf sie ins Feuer. Nein. Ich wusste es. Er ist es wahrhaftig. Oh Gott! Ich bin der Hexenjäger. Unsinn. Es gibt keine Hexen. Das sind Ammenmärchen aus alter Zeit. Aber ich habe es von Anfang an geahnt, Bruder, dass du verrückt bist. Aber du hast mich nicht aufgehalten. Wir haben Nathan Watson auf frischer Tat ertappt. Bei dem Versuch, seine Nichte, meine Tochter Mary Watson, zu töten. Kraft meines Amtes als Richter von Bromley verurteile ich Nathan Watson zum Tode. Das Urteil werde ich selbst an Ort und Stelle vollstrecken. Dankenswerterweise hast du das Schwert ja gleich mitgebracht. Bitte, Vater, lass Gnade vor Recht ergehen. Na, halt den Mund, Mary. Der Mörder verdient keine Gnade. Stoß zu, Bruder. Aber du wirst mich nicht aufhalten. Da hörst du es. Der Teufel hilft mir. Ist das dein letztes Wort, Bruder? Ich verfluche dich und unsere Familie. Ich schwöre beim Teufel und allem, was mir unheilig ist. Ich verfluche alle, die ihren Fuß in dein Haus setzen. Ich werde sie jagen und ihnen... Es ist getan. Verscharrt die Leiche im Wald. So tief, dass kein Wolf und kein Wildschwein sie findet. Und dann vergesst, Nathan. Nie wieder soll sein Name in unserem Haus und unserem Dorf genannt werden. Es soll sein, als hätte er nie gelebt. Geht. Vergraben wir ihn. In Ordnung, komm. Komm, Mary. Es ist vorbei. Vorsichtig. Wir haben ihn da hinten. Komm. Gehen wir nach Hause. Hier lang. Ja, Vater. Während der Richter Edward Watson seine Tochter Mary nach Hause geleitete, schleppten die Männer die Leiche in den Wald, ohne auf den Raben zu achten, der hoch über ihnen kreiste und ihr Tun mit rot glühenden Augen verfolgte.
Sie lauern in den Schatten, in den Tiefen der Finsternis, nähren sich von unserem Blut, unserer Angst, gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John Sinclair. Schon mal die Beine. Hä? Das sind doch keine Beine. Und die Kugel da drauf? Ah, wird der Bauch. Und die dritte Kugel der Kopf. Hast du denn auch eine Möhre? Wir brauchen eine Möhre als Nase. Erstmal kümmern wir uns um den Bauch. Dann kümmern wir uns um die Möhre. In Ordnung? Okay. Sollen wir noch rübergehen? Entschuldigung. Ich wollte fragen, Duck würde so gern auch einen Schneemann bauen. Darf er vielleicht bei Ihnen mitmachen? Klar, warum nicht? Ja. Danke, das ist nett. Komm her, Duck. Ich bin Johnny. Duck ist ein wenig schüchtern. Na komm, sag Johnny Hallo. Hallo. Hey. Wir können die Kugel zusammenrollen. Machst du mit? Ja, gut. Okay, und los. Hast du denn schon mal einen Schneemann gebaut? Nein. Ich schon viele. Also nicht hier. Ihr schneidet es ja kaum. Also ich schätze, die beiden schaffen das auch allein. Sieht so aus. Sheila Connolly. Entschuldigung. Ja. Helen Watson. Und jetzt noch spielt Ihr Sohn öfter hier? Ich habe ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Duck ist nicht mein Sohn. Er ist mein jüngerer Bruder. Oh. Und wir sind zum ersten Mal hier, ja. Meine Eltern sind nämlich gerade erst aus Southampton hierher gezogen. Tja, na dann, herzlich willkommen in London, Miss Watson. Der schwarze Vogel hatte sich auf Douglas Watson gestürzt und ihn mit dem Schnabel ins Gesicht gehackt. Leblos lag der Junge da. Helen, lassen Sie mich mal sehen. Oh Gott. Oh Gott. Komisch. Was ist? Ich glaube, das ist nur ein Kratzer. Warum sagt er denn da nichts? Wir sollten ihn auf jeden Fall ins Krankenhaus bringen. Ist er etwa tot? Oh nein. Nein, Unsinn, Schatz. Da geht es gut. Moment. Wir müssen Hickory anrufen. Wer ist Hickory? Unser Leibwächter. Ihr Leibwächter? Wir müssen ihn sofort informieren, sonst... Ja, Sheila Connolly hier. Vor mir liegt ein bewusstloses Kind. Auf dem Spielplatz an der Park Road in Bromley. Ja, wir brauchen sofort einen Rettungswagen. Ja, vielen Dank. Sein Atem geht auf jeden Fall ruhig. Ihm wird schon nichts passiert sein. Mann, der Vogel hat ihn beobachtet. Was? Johnny, bitte. Das war nur ein ganz normaler Rabe. Nein, der war nicht normal. Wie meinst du das? Der hat Duck die ganze Zeit beobachtet. Und er hatte rote Augen. Ist ihm nichts passiert. Mann, was ist, wenn der Todesrabe Duck vergiftet hat? Ach, hör auf, es reicht jetzt wirklich, Johnny. Aber ich habe ihn doch gesehen. Seine Augen, die haben geglüht. Bist du dir wirklich sicher? Weißt du was, mein Schatz? Sei doch bitte so lieb und hol Miss Watson und mir einen Kaffee aus dem Automaten. Er ist gleich da vorne hinter der Tür. Schaffst du das? Hä? Klar schaffe ich das. Wenn du mir Geld gibst? Ja. So. Alles klar. Ja, danke. Bitte entschuldigen Sie. Johnny hat einfach eine blühende Fantasie. Ist schon in Ordnung. Sie sagten vorhin, Duck und Sie hätten einen Leibwächter? Ich möchte nicht indiskret sein, aber
Ich frage mich nur, wieso. Also, wieso mein Vater ist Gerald Watson. Sie haben doch bestimmt schon mal Watsons Pickled Herrings probiert? Oh, die Rollmöpse? Ja, die schmecken ganz gut. Er müsste übrigens gleich hier sein. Sie sollten jetzt besser gehen. Sie haben schon so viel für Doug und mich getan, wirklich. Also wirklich, kommt überhaupt nicht in Frage. Wir bleiben so lange, bis die Ärzte... Guten Tag. Sind Sie? Nein. Ich bin Helen Watson. Ich bin Dr. Gilroy. Können Sie uns sagen, ob es ihm gut geht? Ist er wieder aufgewacht? Ja. Und was ist mit der Verletzung? Ja, also, das ist wirklich nur ein Kratzer. Oh. Oh, sehr gut. Aber können Sie sich erinnern, wann genau er das Bewusstsein verloren hat? Das war direkt nach dem Angriff. Aha. Dem Angriff des Raben? Ja. Was ist mit Tollwut? Kann es sein, dass der Rabe tollwütig war? Also, Tollwut kommt bei Vögeln nur äußerst selten vor. Wo ist mein Sohn? Und wo ist Helen? Das ist er. Da hinten, Boss. Mein Vater. Vielleicht auch die Ärzte. Und Hickory. Das will ich für Sie hoffen. Helen, was ist passiert? Warum hast du nicht auf Doug aufgepasst? Sie sind der Vater. Gerald Watson, das ist mein Leibwächter Hickory. Ah. Guten Tag. Hickory, kümmern Sie sich um Douglas. Dad, wir bringen ihn jetzt nach Hause. In Ordnung, Mr. Watson. Ein Moment, Mr. Hickory. Das geht leider nicht so einfach. Happalapap! Douglas ist mein Sohn. Also, Ihr Sohn hat das Bewusstsein verloren. Er muss ärztlich versorgt werden. Wer sind Sie überhaupt? Haben Sie Doug entführt? Was? Entführt? Dad, sie hat ihn sie nicht... Sie werden von meinem Anwalt hören. Ihr Name? Wie bitte? Dad, Mrs. Connolly hat mir doch nur geholfen, Doug hierher zu... Halt den Mund, Helen! Mr. Watson! Wie konntest du Doug nur aus den Augen lassen? Mr. Watson! Hickory, was stehen Sie hier immer noch rum, verflixt nochmal? Holen Sie endlich meinen Sohn her! Anscheinend haben Sie gerade nicht zugehört. Dr. Gilroy hat ihn doch wie gesagt... Wie hoch war das Lösegeld, das Sie erpressen wollten, ha? Eine Million? Zwei Millionen? So. Arbeitsscheues Pack wie Sie erkenne ich auf den ersten Blick. Das Einzige, was Leute wie Sie interessiert, ist doch Geld, und zwar... Mrs. Connolly! Sind Sie verrückt geworden? Sie schnappt... Jetzt hat Ihr Anwalt wenigstens einen Grund, mich anzurufen. Guten Tag, Mr. Watson. Das war's damals, John, in den 80ern, als die ersten Versuche dieser Art unternommen wurden. Aha. Mittlerweile ist man natürlich in der Lage, ein echtes Herz zu verpflanzen. Aber die Risiken sind immer noch sehr hoch. Und was heißt das genau? Ja genau, was heißt das? Die Wahrscheinlichkeit, dass das fremde Organ vom körpereigenen Immunsystem abgestoßen wird, liegt nach Auskunft von Dr. Cardigan bei... Moment mal, Augenblick. Du hast dich schon untersuchen lassen? Ja. Sir James hat den Flug nach Houston organisiert. Was? Dr. Cardigan meinte, der Fall sei so besonders, dass er mich unbedingt vorhersehen wollte. Moment mal, Sir James, aber wieso weiß ich davon dann nichts? Ich hatte ihn gebeten, euch nichts zu sagen. Jane... Ihr wart so beschäftigt mit Shimada. Und dann war da noch die Sache mit Chao. Und außerdem... Aber trotzdem... Das ist doch kein Grund! Ja, genau. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob ich es überhaupt machen lassen will. Warum? Das Risiko überschaubar ist. Dr. Cardigan meinte, einen Fall wie diesen hätte er noch nie gehabt. Na, das kann ich mir vorstellen. Und dass die normale Risikoabschätzung darum nicht greifen würde. Aha. Zu der Gefahr, dass mein Körper das neue Herz abstößt, käme außerdem die Tatsache, dass die Blutgefäße in der Umgebung, dass sie sich an die neue Situation gewöhnt hätten und... Ja? Er schätzt die Chance, dass ich die Operation überlebe, auf 50%. Was? Das heißt... Verdammt. Das heißt, du hast abgelehnt. Ich habe gesagt, ich bin einverstanden. Was? Aber das... Jane... Aber das ist viel zu gefährlich. Genau. Ich hatte Zeit genug, darüber nachzudenken. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich es verdient habe. Was? Was verdient? Ich habe Menschen getötet. Ich habe dem Ripper gedient und... Jane, das ist doch jetzt wirklich kompletter Unsinn. Du warst in seinem Bann. Und unter dem von Vicar. Außerdem, was soll ich denn sonst tun? Jane, ich will hier da... rumsitzen und warten, bis der Spuk oder Asmodis oder irgendjemand sonst das nächste Mal versucht, mir den Würfel zu klauen?
Jane, ich will damit doch nur sagen, dass... Das werden wir auf keinen Fall zulassen. Ihr seid aber nicht immer da, Zuko. Ja, aber... Zum Beispiel jetzt gerade. Ich wollte John eigentlich beim Abendessen erzählen, was ich vorhabe. Was? Aber dann kam dieser Anruf von Sheila dazwischen. Jane, wenn ich gewusst hätte, ich hätte die Einladung natürlich... Ja, klar. Hör zu, Jane, wir kehren um und dann können wir ganz in Ruhe darüber sprechen, was wir als... Darum geht es doch gar nicht. Ihr sollt nicht umkehren. Der Junge ist in Gefahr. Jane, das... Das wissen wir doch überhaupt nicht. Stimmt. Nach allem, was Sheila mir erzählt hat, war der Angriff dieses Vogels nicht normal. Also müsst ihr euch darum kümmern. Douglas Watson geht es einigermaßen gut. Außerdem weiß in dem Haus niemand, dass wir kommen. Also John, werden wir... Nein. Ich habe mich entschieden. Morgen früh geht der Flug. Was? Okay. Morgen früh? Ich werde dich auf keinen Fall allein fliegen lassen. Ich fliege nicht allein. Lady Sarah begleitet mich. Schön und gut, aber... John, es ist mein Leben. Ja, schon. Es ist mein neues Herz, also ist es auch meine Entscheidung, klar? Klar. Klar. Ich hoffe, ihr könnt dem Jungen helfen. Viel Glück. Oh Mann. 50%. Wie sie gesagt hat, das ist ihre Entscheidung. Ja, schon, aber ich weiß nicht. Ich lenkte den Rover am Zentrum von Bromley vorbei Richtung Süden und hatte Mühe, mich auf den Fall zu konzentrieren, der vor uns lag. Falls es überhaupt ein Fall war. Aber da Dr. Gilroy Strafanzeige gegen Gerald Watson erstattet hatte, hatten Zuko und ich uns auf Sheilas Drängen hin entschlossen, den Fall zu übernehmen. Ich denke, sie hat recht. Entschuldige, was? Wer hat recht? Jane. Es muss nicht mal Asmodeus auftauchen. Ha. Es reicht, wenn sie den Würfel durch einen dummen Zufall verliert, oder... Was ist? Wir befanden uns inzwischen auf einer kleinen Landstraße, die durch Collier's Wood führte. Zwischen schwarzen Baumwipfeln war die Straße kaum zu erkennen. Genauso wenig wie die Kugel, die vor der Kühlerhaube auf dem Asphalt lag. Verdammt, ist das ein Kopf? Sieht so aus. Warte, ich sehe mir das an. Ja, in Ordnung. Der Schädel lag zwischen den Lichtlanzen der Scheinwerfer. Die weißen Haare standen wirr vom Kopf ab. Weiß auch die Augenbrauen. Dunkle Augen in einem verhärmten, ausgemergelten Gesicht. Zuko leuchtete mit der Taschenlampe zwischen die Bäume. Nichts zu sehen. Was? Hufgeklapper. Wie aus dem Nichts jagte ein Reiter auf einem Schimmel an der Fahrertür vorbei auf Zuko zu. Einer der Hufe traf Zuko. Ihn am Kopf. Zuko! Noch ehe ich aus dem Wagen war, hatte der Reiter den abgeschlagenen Kopf ergriffen. Mit einem Satz sprang der Schimmel über Zuko hinweg. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Daneben. Die Blicke des weißhaarigen Kopfes in der Hand des Reiters fixierten mich, bis der Schimmel zwischen den Bäumen verschwunden war. Verdammt! Zuko! Zuko!